Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Elgrad. Ja, meine Gülle hat es noch geklappt mit der vollen Stunde um 14 Uhr. Wurde zum ersten Mal Gülle ein paar Meter gelagert, verteilt. Und letzte Runde, letzte Folge hat noch ein zweites Generatorhaus gebaut, nicht drauf, so Generatorhaus. Und jetzt wird es mal drei verkauft. Wieder gut voll. Mal sehen, wie das rot wird. Dann muss ich sehen, dass ich da entsprechend das erweitere. Welche sollen denn Silos hin? Das eine Silo war auf Schräge mit 90 Grad, glaube ich, nicht ganz ideal. Die Silage haben wir noch drin. Ja. Da muss ich jetzt Geld verdienen für die BGH. Also auf geht's zum Feld, ne? Die Ernte läuft ja nun voll. Später muss ich noch Strohballen fressen. Oder ich mache mal gleich. Kann schon mal vorbereiten. Ja, einen flachen Teil, aber ist noch oben noch ein Berg, ist so blöd. Die runden Ballen, die rollen ja weg. Oder nehme ich einfach Quaderballen. Dann wieder ein Gerät für extra haben, ne? Aber Quaderballen von dem Fall sogar besser. Aber das Geld haben wir nicht. Brauche ich fast 400.000 bis für die Wiese und Wald. So. Und Quaderballen müssten wir diesen haben oder den von Kugel. Schwere Sache, ne? Autoload. Ja, das ist hier einmal das Paket. Anhänger, ob es nicht drin ist. Mehr zuerst wissen, das ist ja mit Lot Anhänger. Das werden die auch. Das sind kleine, ne? Tonnen, 5 Tonnen. Brauche ich einen LKW haben oder ein, ja. Dolly, ne? Ich weiß nicht so recht. Weil der wäre ja ein bisschen groß fürs Ganze, ne? Ich hätte schon gern Stroh für die Kühe. Muss sie mit dem Radlader aufnehmen. Das ging auch. Aber wir kommen ja hier kaum hinterher. Das geht nicht mehr, ne? Ne. Eine BGH, 90.000. Mal schauen. Ob sie das noch ein bisschen steigert jetzt. Im großen Vermieter geht ja mehr. Mist machen, ne? Da ist schon Weile. Weißt du, dich dran, ne?
müsste man den Kurs speichern. Aber wo genau? CP2 war, glaube ich. Ja, 30.000 Verkauf, ne? Aber einlagern, das ist weit weg, das dauert so lange. Und jetzt sind die Preise im Januar garantiert besser. Müssen reichen. Hätten wir noch Beträge eigentlich? Traktoren mit der entsprechenden Leistung. Also wirklich Leistung in der oberen Klasse, ne? So. Der hat 40 km/h. Der hat 445. Das wäre schon nicht schlecht. Der macht auch nur 40 km/h, aber wie gesagt, das was verfällt, ne? Der macht auch nur 40. Der Fan 1000 Vario macht 60 und hat 570 PS. Da wird schon was kommen, ne? Oder ein K2, den haben wir doch sogar. Ich möchte eigentlich keinen Traktor haben mit Raupenketten für die Straße. Der hat 348. Frage ist, ob der auch stark genug wäre für bergauf, ne? John Deere. Das ist ein bisschen schwach. Ja, der 8er. Haben wir noch einen 9er? Der 9er ist, glaube ich, der ist der andere. Das ist der 9er. Ist was fürs Feld. Das wäre genau richtig fürs Flügen, ne? Wenn wir mal flügen müssten. Oder hier auf Lyugi. Die Traktoren sind ein bisschen unrealistisch. Aber halt schöne Auswahl hier. Ja, das ist 80 km/h wäre zu heftig. Und 800 PS, ne, ist auch unrealistisch. Das wäre schon eher was. Ja. Aber da fehlt das Geld für. Sie fährt er jetzt so. Ja, das brauchen wir nicht viel, ne? Bergauf mit Vollanhänger. 53 Tonnen. Dann muss ich hier die Straße nehmen. Da geht es ja gar nicht, da geht es auch lang. Muss nicht immer am selben Punkt rausfahren, ne? Wenn es irgendwie anders geht, geht es auch anders. Damit nicht überall es verdichtet wird, ne? Oder man nimmt halt den Kauf und kauft, dass also da entsprechend der Boden sehr dicht ist und dadurch der Ertrag in dem Bereich natürlich nicht auf Maximum rausgehen kann, ne? Ist ja halt mal so. Ich habe jetzt total den Überblick verloren, welche Folge jetzt schon ist. Total. Ich habe Nummer 4, glaube ich. Den ordnen wir jetzt nicht auf. Ich sehe nur, dass er aufnimmt. Ich weiß heute noch wo. Da habe ich gar nichts mehr. Da gab es heute ein Update. Ich schmeiß wieder alles durcheinander. Es war nichts weg, aber doch, weg ist schon was. Der Extraktor ist weg. Von der. Aber die Quelle ist da. Von der Zotel Materie. Die Woche war lang, war hart. Was geht hier oben rein? Auf jeden Fall, ne? Auch wenn es nicht so hundertprozentig funktioniert. Wo war das Symbol?
Auch 6 Millionen gehen rein. Insgesamt, ne? Nicht nur 6 Millionen Getreide. Gut. Ich glaube, wir werden einen zweiten Anhänger kaufen müssen. Aber zweiten Anhänger. Ich wollte auch Geld sparen. Ich wollte auch Geld sparen. Ach, die Molkerei noch mit Milch. Entschuldigung. Nee, ich habe noch 700 Liter. Das ist, müssen wir auch langsam handeln, ne? 45. Das soll ja nicht vom Stillstand kommen. Das ist typisch. So. Also Gülle fast geht keine Milch rein. Ich warte nicht bei mir. Das gute Stück, wo stellen wir es hin? BGH, ne? Gefahren und gleiche Deckung entsprechend war da wieder schon weg. So. War noch was leer. Vielleicht kommt irgendwie so ein Mod mit Schläuche. Aber dann geht der Hänger nicht. Die Gülle, die Milch zum Molkerei fahren. Oh, wir haben Geld bekommen. Ich glaube 10.000. Ja, wenn wir schnell sind, können wir ja sagen, wir können nachher noch Paletten verkaufen, ne? Nicht reinfahren. Hm. Mag schon Tor gewesen sein, ne? Oh, klar kommt der andere. Ich hoffe's. Ich muss den Punkt anders anwählen, wie wir sehen. Weil mit einer guten Milch. Gut und teuer. Ersten Stall rein und dann den zweiten. Also Molkerei. Das ist draußen gelagert wird, das passt mir im Grunde nicht, das sieht nicht gut aus. Butter und Käse in der Sonne. Ne, das ist nicht so, ne? Oh, nächste Woche Frühschicht. Das früh aufstehen. Naja. Hat den Vorteil, da können wir mit dem früher ins Bett gehen, ne? Aber ausschlafen geht dann nicht.
ein bisschen was tun. Irgendwas. Aber wo wir Geld für haben. Das ist der Knackpunkt hier. Das Geld kommt hier nicht so rein. In Massen, ne? So. Was macht der Freund? Oh, da hat er geklappt. So. Dann können wir schon mal darum kümmern. Ich muss den Kurs vom Drescher mal speichern. So. Ein bisschen nur gucken, wo. Das ist der andere Speicherkurs. Speicher unter Wiese ist Quatsch. Wo Wiese ist richtig? Wiese ist nämlich weil das ist nämlich eigentlich eine Wiese. Auf längere Sicht soll es wieder Wiese werden. Kursname CP2 P2 Drescher 10 Meter sind es, glaube ich. 10,550 Meter. Okay. So. Denn das soll ich ja eigentlich mit einem Cosplay machen. Da kann ich ihn ja gleich mit einem Ladewagen schnappen oder brauche ich einen Traktor. Wo kriege ich den wieder her? Sehr gemein. Wo krieg ich den Traktor her? Im Händler, ne? Ausleihen. Ja, jetzt würde ich ja fragen, was Traktor soll ich ausleihen? Der muss aber ein starker sein für Backauf, ne? So. Müssen wir aber trotzdem erstmal aufs Feld fahren, ne? Dann müssen wir auf ja, dann denken F1 auf 1,80. Ja, den Maus mir vorweg machen, sonst komme ich unnötigerweise auf den Bildschirm raus. Mal gucken, was er macht hier, ne? Da stand man 30%. Gut, dann ist er schon mal gefahren, ne? Muss ich ändern nachher auf 85%. Ich hatte mal, jetzt weiß ich wieder, mal Mist gefahren und da sollte er losfahren zum Probe. War aber leider nicht ganz voll, weil kein Mist mehr da war. Da habe ich ihm, das ist blöd. Weil wenn die Ballen nämlich genau dahin rollen, angenommen die würden genau, weil es ja so Gefälle ist, genau im Beizen landen, wo ich die oft gar nicht sehen werde, dann ist es schlecht. Und gesammelt kriegen tue ich sie auch nicht so schnell, weil wenn sie im Feld drin sind, komme ich da nicht rein. Und jedes Mal deswegen da reinlaufen und aufsammeln. Es kommt ja nicht klar, weil da kein
Kurs war. Das haben wir selber. Wo er steht, ganz oben, ne? Ist ja so nicht vorgesehen vom Kurs her. Ganz oben. So, Vollgas. So, die Schau, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Sehr schönen Dank, dass Sie reinschauen. Und mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier Ellengrad und wir ernten Weizen. Tschüss. Tiefer, ne? Tschüss.